Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Oh, mein Wecker geht. Hallo Wecker, tschüss. Heute haben wir wieder ein paar Krönchen, Truhen, habe ich gemeint. Ich glaube, die Kronentruhe kriegen wir heute wieder nicht zusammen, weil zeitlich das nicht passt, oder? Was sagt die Truhe? Ein paar Sachen, ja. Eine Hexe, mega geil. 24 Minuten Uki, das heißt, die gibt es erst morgen. Ja, dann öffne ich hier nochmal ordentlich was. Zack, zack, zack. Und hier, die können wir auch schon mal anmachen. Ich habe es gestern leider nicht geschafft, deswegen mal gucken, ob wir heute wirklich... ob wir die öffnen oder nicht. Das ist die Frage der Fragen. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Kronentruhe morgen auch ausfallen lasse, also die nicht mache, sondern also dass ich die jetzt nicht ausspielen mache, sondern die morgen dann mit euch in Ruhe mache, dass wir dann wieder so einen Trott drin haben, dass wir wieder auf die Kronentruhe hinauf arbeiten können. Oder ich muss mal, nee, es ist auch blöd. Ich glaube, ich mache das so. Ich werde die Kronentruhe heute nicht öffnen. Also nicht fertig machen. Dafür können wir dann morgen zusammen eine Kronentruhe wieder öffnen. Weil ich finde das eigentlich immer ein gutes Ziel gewesen so. Man musste 10 Kronen holen und dann, weil der Part zu Ende. Das war eigentlich ein gutes Ziel. Und jetzt ist eher so, ja, bisschen kacke so. Oder was sagt ihr dazu? Findet ihr das besser so wie jetzt, dass wir nur Truhen sammeln? Oder ist es cooler, wenn wir die Kronen gesammelt haben? Ich glaube mal schon, die Kronen sind cooler, oder? Ich will auch gerne offene Meinung, ganz ehrlich, in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Habe ich auch kein Problem mit, wenn ihr sagt, nee, ist allgemein scheiße. Ist halt dann eure Meinung. Und ja, akzeptieren tue ich sie dann. Und ja. Ach, wir müssen eh nur helfen. Ich brauche ja nur Kisten. Ja, so ist es halt auch wieder so. Ja. Ich weiß, dass ich nicht gewinnen muss. Ich muss keine 3 Kronen bekommen. Ich muss einfach nur deffen. Und das ist da schon ein bisschen der Reiz raus dann. Na gut, ich mache jetzt nebenbei da ein Gebäude kaputt, aber es ist unnötig. Ich muss es nicht machen, weil ich nur die Truhen brauche. Dadurch ist halt so ein bisschen der Anreiz weg. Muss ich da ja ganz ehrlich sagen an der Stelle. Also sonst würde ich gerne einfach alles kaputt machen. Und ja, wäre cool, aber... Ja. Wir brauchen ja nur die Kronen. Wahrscheinlich war die Truhen. Mann, ich komme durcheinander. Ich komme durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt mache hier. Wer bin ich überhaupt? Auf jeden Fall weiß ich, dass ich langsam Hunger kriege. Weil neben mir noch mein Frühstück steht. Lecker Brötchen. Für die Leute, die es interessiert, einmal ein normales Brötchen ohne etwas drauf mit Zwiebelmett, dann ein leckeres Sesambrötchen mit Seelachsfiletzeug irgendwas drauf, so ein klein geschnittener Seelachs oder so, ich weiß nicht genau, was das ist. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Mehrfachbrötchen mit auch nochmal mit Mett. Ja, weil wir heute nicht mehr so viel haben im Kühlschrank, deswegen habe ich zweimal Mett heute genommen. Ich denke, das ist auch mal nicht so wild. Ja, ein Mehrfachbrötchen ist übrigens ein bei uns wird es Weltmeisterbrötchen genannt. Das ist Brötchen mit ganz vielen Körnern drauf, also das Sesambrötchen, das Sesam drauf, Mohnbrötchen und unten drunter so größere Körner auch noch. Heißt bei mir Mehrfachbrötchen. Einfach aus dem Grund. Ich wusste nicht, wie das heißt. Und da sind halt mehrfach Dinger drauf, also mehrfach Körner und sowas. Da habe ich gesagt, jo, ich möchte ein Mehrfachbrötchen. Und die Verkäuferin hat das hardcore gefeiert. Da gesagt, Alter, das ist ja echt ein cooler Name. Und ja, seitdem heißen die bei mir Mehrfachbrötchen. Und falls ihr mal in einen Laden geht, in eine Bäckerei und da ein Mehrfachbrötchen seht, ne?
Der Name ist von mir, der ist Copyright geschützt. Nicht Spaß, ist er nicht, aber wenn ihr das seht, dann ist er von mir, weil vorher habe ich den Namen noch nie gehört. Und das wäre cool. Wäre echt cool, wenn so ein Name sich populär machen würde. Würde ich feiern. Aber okay, wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal unseren Gegner hier umhauen, weil der kann ja so nicht angehen, dass der hier meint, der wäre, was weiß ich hier, Karl von dem kleinen Großen. Jo, jetzt ist alles kaputt. Ganz einfach, alles weg. Bovana! Oh Mann, ich sitze gerade so halb auf meinem Fuß. Ich sitze immer so halb im Schneidersitz. Kennen vielleicht manche von euch. Und ich hatte es gerade so, dass mein Fuß irgendwie so ein bisschen am Pochen ist. Ich weiß nicht warum, aber macht so puch, puch, puch. Das ist irgendwie komisch und eklig. War irgendwie auch lustig. So. Müssen wir kaputt machen. Haut drauf. Meine. Eine Krone haben wir, aber bringt uns ja nichts, ne? Weil wir brauchen ja keine Kronen, wir brauchen nur die Truhen. Deshalb heißt es jetzt einfach Deffen. Er kann nichts machen. Wir können rumchillen und fertig. Es ist eh nur noch eine Minute, wir warten einfach. Wir warten, weil was sollen wir machen? Na klar, wir könnten jetzt noch versuchen, einen Angriff zu machen und so, aber bringt uns ja nicht viel. Operana! So. Sehr schön verteidigt. Dann gehen wir jetzt voll auf Angriff, weil dann wird er, da er was gegen machen müssen, wird deffen müssen und dadurch haben wir einfach gewonnen dann. Hör auf, lass das. Geh nicht noch im Kronen-K.O. hinaus, ich habe keinen Bock jetzt noch irgendwas, unbedingt rauszuhauen hier. Lass mir so einfach so ausklingen, ganz einfach. Jawohl. Vorbei. Nice. Wir haben wieder eine kleine Truhe bekommen. Und ich werde heute wahrscheinlich auch nur drei Truhen machen. Bin mir dann nicht so sicher. Weil, ja. Wie gesagt, wenn ich die Kronentruhe heute. Heute ausfallen lassen, die wird es ja morgen geben. Entschuldigung. Ich bin eben das aufgestanden. Ja, wer weiß nicht, sonst ist es halt echt ein bisschen kacke. So hat man immer ein Ziel, was man erreichen will. Und anders halt nicht. Und dann werden die Parts auch mal nicht so lange. Ich meine, wenn wir schon oft genug lange Parts mitbekommen und alles, dann denke ich mal, ist das auch nicht so wild, wenn wir mal einen kürzeren machen. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Falls das schlimmer ist, dann tut's mir leid. Aber das ist dann so. Ich habe auch voll vergessen, wieder die ganze Zeit für Glück zu wünschen. Aber okay. So. Ja, schaffen wir so zu deffen, oder? Muss ich da echt noch was raushauen für. Ja, komm. Allein wegen den Dingern, die sind nervig, weil die echt gut Damage machen können. Nicht müssen, aber die können's. Aha. So, dann machen wir mal. Zack. Okay. Ja, lass ihn mal laufen. Darf der Damage machen? Nee. Was ist bei dem los, Alter? Ich wünsche mir echt manchmal, dass man Leute, oh, das wollte ich gar nicht. Dass man Leute irgendwie blocken kann oder die Modes ausstellen kann. Das wäre eine super geile, Erfindung noch. Wenn man vielleicht hier drauf drückt oder, hier drunter noch irgendwie so einen kleinen Button hätte, von wegen so ein Stummschalte-Button. Echt mega nice.
Ab und zu die Leute echt schon nerven, wenn die ganze Zeit Emotes spammen. Ich meine, ich habe da nichts gegen wirklich so, aber ab und an nervt das echt hart. Runner! So. Ich würde ihn eigentlich gerne komplett vernichten, weil er halt immer so Emotes und Spam war und sowas. Ein bisschen nervig war der Dude. Deswegen würde ich ihn gerne eigentlich komplett vernichten. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach. So. Zack. Fire. So. 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 Ach nö, jetzt muss ich echt noch bis zum Kronenkau durch. Weil ich ein bisschen verschmatzt habe. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Aber muss man jetzt durch. Ganz einfach. So, wir starten einfach hinten mal. Zack. So. Oh ne, jetzt krieg ich die Truhe nicht, wegen so einem Arsch, und der ist immer noch am Spam, sowas, oh, was könnte ich hassen, ich hasse sowas, ne? Ich hasse auf den Tod Spam. Wirklich. Vor allem, wenn dabei noch ein Geräusch kommt. Wenn jemand so normal spammt, ist das in Ordnung. Komme ich noch mit klar, wenn jemand nur schreibt oder sowas. Aber wenn jemand schreibt und das Teil, worüber man schreibt, Geräusche macht. Ah, ich könnte so ausrasten. Ich hasse Spam. Und dieser Typ gerade ging mir so auf den Sack. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Ich versuche mir gerade ein bisschen zurückzuhalten, weil ich natürlich ganz sachlich bleiben möchte und nicht wieder irgendwie ausflippen möchte oder so. So, könntest du bitte Argo bekommen, du blöder Typ. Danke. Zack. Wie hat er keinen Pfeilhagel oder benutzt ihn nicht? Was zu meinem Vorteil ist, auf jeden Fall. Oh no. Hier ist das nächste, was schuldig ist, ne? Fuck. Das ist ein Damage an, der ist so krass, der Pekka, ne? Den darfst du nicht alleine lassen, Alter. Ein Pekka alleine irgendwo drauf lassen. Oh, 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 oh. Das war gerade ein bisschen zu knapp, meiner Meinung nach, was ich da gemacht habe. Kannst du mal aufhören, jetzt hier durchlaufen zu wollen, Mann? Das ist ja hart nervig. Was ist denn los bei dir? Okay, krieg ich down, krieg ich alles down. Magic, ja komm, dann gönn dir das und ich gehe hier durch. Wobei, ich muss ja nicht nach Kronen gehen, oh Mann, ey. So. Okay, kriegen wir den down? Ja, nein, Alter, die Bogenschüsse sind so krass, ne? Zack. 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 Einfach alles raus jetzt hier. Alles raus, was keine Miete zahlt. Also im Endeffekt alles.
Er ist jetzt lustig, jetzt ist echt lustig. Okay, wir müssen nur kurz gut deffen jetzt. Und dann nach einem Kronen-K.O. hinten das, die Base von denen kaputt machen. Four, three, two, one, Kronen-K.O. jetzt. Genau. So. Okay, ich glaube, das war's. Ja, gutes Spiel. Sehr gut gespielt, der Kollege. Krass. Und es war einer, der nicht gespammt hat. Das war in Ordnung. So. Muss auf jeden Fall jetzt die letzte Truhe. So ist der Plan. Und dann wird morgen wieder ein ganz normaler Part kommen, Leute. Kein, wo ich so am Rumdingeln bin, sondern ein richtig normaler Part. Und ich bin halt gar müde. Viel Glück. Danke, danke, danke. Viel Glück wünsche ich natürlich auch. Ja, soll ich einfach wieder alles auf eine Karte mal wieder setzen? Das for the rules. So. So, und das Skelettarmee bitte einmal dahin. Boah, läuft halt nicht so schlecht, würde ich meinen, oder? Oh, da haben wir nicht schlecht gedacht, würde ich sagen. Man bin noch keinen von diesen Türmen weg. Das ist ein bisschen blöd. Und ich habe hardcore Hunger. Ich würde gerne was essen, aber es geht nicht, weil ich noch am Aufnehmen bin. So, du dahin. Du gleich dahin. Hier dahin. Hier noch mal da was hin. Nice, er hat die richtige Seite gedeft. Besonders die falsche für ihn. Weil hier sind die stärkeren. Wir sollen die schneller was downhauen. Was sehr, sehr gut ist. Das ist ein nice one. So, dann würde ich sagen, haben wir da einfach mal eine Skelettarmee rein und gucken, was passiert, oder? Na komm, YOLO, einfach mal reinhauen und gucken, was passiert. Mal gucken, was da passiert. Schlimmer kann es ja nicht werden, ne? Oder schlimmer geht nimmer, oder so sagt man ja, ne? Oder immer geht schlimmer, ich weiß es nicht. So. Machen wir hier nochmal so ein bisschen was da rein. Und fuck. Der wird down gehen, hier wird down gehen. Oh mein Gott, der wird komplett durchrushen. Der wird sowas von komplett durchrushen, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das deffen soll. Das ist too much. Ich weiß ja nicht mehr, was da alles noch steht. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Oh mein Gott, ich habe keine Flugabwehr, so nicht so wirklich. 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 Oh, das war's. Gutes Spiel. Alter. Das war krass. Ich habe immer noch mega Hunger.
Noch 5 Minuten, ist mir egal, Leute. Die wird es heute nicht geben. Ich werde die heute nicht machen, weil ich echt... Ich möchte den Part für heute eigentlich gerne jetzt schon beenden, aber... Es geht noch nicht. Uns fehlt noch die Korn, die eine Truhe. Es tut mir da sehr leid. Vor allem, wir machen nur 3 Truhen gerade, ne? Und nicht wie sonst üblich 4 Truhen. Aber Leute, ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe so krass Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen und... Ich würde gerne etwas essen, weil ich echt hart Hunger habe. Was bezweckt er damit? Was bezweckt er damit, dass er jetzt von 2 Seiten angreift? Ich verstehe das nicht ganz. So. Soll die auch nochmal dahin klatschen? Pass auf damit. Dankeschön. Als ob, Mann, was ist denn los? Ich glaube, ich bin einfach immer... ich sterbe gleich, weil ich Hunger habe. So, tot. Kann mir gut vorstellen, dass ich mich deswegen gerade echt blöde, richtig, richtig blöde konzentriere. Beziehungsweise gar nicht. Hunger tötet Menschen. Uga, uga. Bavana. Lass mal auf damit! Pavurana, auf damit! So, zack. 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 Oh nein, ich glaube, der hat irgendwas Großes vor, der Gegner. Der wird doch irgendwas Großes vorhaben, Alter, wenn der schon jetzt nicht spielt, sondern sammelt. Die Elixiris. Das ist blöd. Ich brauche Flugabwehr. Ich brauche Flugabwehr. Jo, der hat sogar Pfeilhagel. Das gefällt mir mal gar nicht, ey. Ich kotze den Gegner jetzt schon an. Was soll denn das? Boss, 3, 2, 1. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Was ist denn da los? Warum krieg ich deine letzte scheiß Truhe nicht? Meine Fresse. Das wird ein schöner 15-Minuten-Part. Und jetzt? Hab schon! Weil das sind immer noch nur 3 Truhen, die wir bekommen. Oder holen. Das ärgert mich am meisten. Das haben wir 5 ohne Probleme geholt. Und jetzt einfach so, nö. Aber nö. Also, ich will, nö. Aber nö. Genau so ist das. Einfach nö. Egal, was du sagen willst, einfach nö. So läuft das gerade hier ab. Oh, mach den Drachen da fertig, der nervt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. So. Na also, sehr schön. Einfach kurz den Prozess durch. Oh mein Gott, war das eine Geburt für eine goldene Truhe. Wow, das ist eine geilere, hätte ich mich mehr gefreut, aber egal. So, ich werde die auslaufen lassen. Die Kronen werde ich heute nicht machen, die werden wir morgen zusammen machen. Und wegen dem Turnier werde ich euch morgen auch noch ein paar Informationen geben, weil ich dran denke. Und ja, ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar natürlich auch. Und ich würde einfach bis zum nächsten Mal. Ich hab Hunger, werde jetzt was essen. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Bleibt gesund und ciao, ciao, bis bald. Euer kleiner Tom.
Warte, das war andersrum. Okay, Tom, ciao, ciao und bye, bye. So rum war das. Jo, ciao.